Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video reden wir nochmal über das Siegel des Auserwählten. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, als es angekündigt wurde. Jetzt haben wir das Ganze allerdings zum Testen bekommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das Ganze kann. Ich bin mir nicht sicher, warum ich jetzt hier den Balken habe. So, machen wir das kurz weg. So, wie gesagt, wir haben das zum Testen bekommen. Der Test läuft morgen, übermorgen Abend ab. Das bedeutet, nee, übermorgen Mittag in der Früh, ach was, die Zeiten sind ein bisschen komisch bei dem Ding, ist ja auch egal. Wir haben es zum Testen bekommen, wir haben das jetzt ausprobiert und jetzt möchte ich mein Feedback dazu geben, wie sinnvoll ich das Ganze finde, ob ich es mir kaufen würde und solche Sachen. Wir fangen mal von oben an. Das 7-Tage-Event, das ist natürlich eine ziemlich feine Sache, vor allem es kommt ja darauf an, wie weit ihr seid, was ihr für Sachen bekommt. Das Kavalier, das ist momentan das Maximum, was man haben kann. Sind es 1000 5-Sterne-Splitter, ein paar Einheiten und das pro Woche. Das ist eine ziemlich coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind halt seit fast ein 5-Sterne-Champion im Monat. Im Vergleich zu anderem Content, also wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr relativ hoch Allianzkrieg spielt oder so, dann ist es nicht so übertrieben viel, also jetzt nichts, was euren Account krass pusht, aber es ist halt einfach nice to have. Unsinnigsten finde ich den einen Signatursteinkristall, den einen 5-Sterne-Spezialsteinkristall. Bin mir nicht ganz sicher, was der Gedanke da dahinter war, aber ist ja auch wurscht. Ihr habt es, also die Meilensteine sind relativ leicht zu bekommen, wenn man Champions aufwertet. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das so geplant war, aber ich habe das Ding am ersten Abend voll gehabt. Ich weiß, dass es einen Bug gab mit bestimmten Sachen, mit bestimmten Aktivitäten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch reingespielt habe, aber ihr bekommt für so ziemlich alles, was ihr im Spiel macht, da Punkte. Also man bekommt es dann zwangsläufig irgendwann voll. Also das 7-Tage-Einzel-Event ist auf jeden Fall eine super coole Sache und es lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir den schwarzes ISO-Markt, da reden wir nachher kurz drüber, weil da springen wir noch schon rein. Wir haben das erweiterte Inventar für Entwickler, ISO und ausgewählte Items, das ist eine echt coole Sache, vor allem für die Entwickler, weil es eben so ist, dass viele Leute die Entwickler eigentlich gar nicht einsetzen, vor allem die Klassenentwickler. Und da ihr ja nicht raussuchen könnt, welche Entwickler ihr bekommt bei den Kristallen, kann es halt sein, ja, dass man bei einer Farbe am Limit ist und beim anderen 0 hat. So geht es mir jetzt zum Beispiel gerade. Und da ist es schon praktisch, wenn man drei mehr im Inventar haben kann. Wir haben der goldene Zirkel, die Mission. Das ist ein bisschen mehr Gold in der Woche bzw. im Monat. Das ist eine ziemlich feine Sache. Es macht den Bock jetzt aber auch nicht übermäßig fett. Das müssen wir kurz wegmachen. Wie gesagt, es macht den Bock nicht übermäßig fett. Es ist eine coole Sache, aber man braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Wir haben die schneller aufladende Missionsenergie. Ihr bekommt einen Energiepunkt alle 5 Minuten statt alle 6 Minuten. Das ist komplett vernachlässigbar, finde ich. Den Titel Oberste Auserwählte ist auch komplett vernachlässigbar. Und der XP-Boost ist interessant, wenn ihr nicht Level 60 seid. Das sind dun, 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 20%. Wenn man das Ganze so gemacht hat, dass Leute, die Level 60 sind, dann statt den 20% XP einfach 20% mehr Gold aus allen Quellen bekommen, wäre das eine feine Sache. Dem ist aber nicht so. Ihr seht rechts unten, das Ganze kostet 10,99 für 30 Tage. Ich kann an der Stelle gleich sagen, ich kaufe es mir nicht. Der Grund dafür ist, dass ich nicht bereit bin, das auszugeben. Aber das sei ja jedem selber überlassen. So, dann schauen wir uns kurz den schwarzes ISO-Markt an, weil der so ein bisschen das Hauptthema ist immer in den Diskussionen um das Siegel. Wenn es denn laden würde. Übrigens ziemlich cooler Ladebildschirm diesen Monat wieder. So, hier haben wir alle Sachen, die ihr euch kaufen könnt. Ihr könnt einen Meisterungskern, so einen Stein kann man günstiger kaufen. Die Teamheilseher waren, glaube ich, für Gold, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Basisentwicklerfragmente, eine ganze Menge an Kristallen und so Zeug, 1000 4-Sterne-Heldenkristallscherben. Also, ihr seht ja selber, was man kaufen kann. Und dann haben wir hier einmal für 2000 4-Sterne-Splitter die 1000 5-Sterne-Heldenkristallscherben. Und das Highlight von der ganzen Sache: einen von den großen 5-Sterne-Heldenkristallen für 11.000 Splitter. Ich habe es nicht gekauft. Ich weiß, dass es viele kaufen. Ich glaube, dass die meisten, die das Abo abschließen oder das Siegel monatlich kaufen, werden den immer umtauschen. Einfach weil ihr die Möglichkeit habt, an die neueren Champions ranzukommen. War für mich jetzt in dem Fall nicht von Interesse. Ich habe mich dagegen entschieden. Das darf aber jeder machen, wie er möchte.
Basierend auf dem schwarzen ISO-Markt, dem 7-Tage-Event und dem Zeug, was ihr sonst so habt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr Geld in das Spiel investiert, wenn ihr sagt, hey, 11 Euro im Monat schmeiße ich eh rein, dann würde ich euch empfehlen, das zu kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr sagt, ich bin nicht bereit, da Geld zu investieren, dann ist es nicht so, dass ihr ultra krass hinten dran hängt, dass die Leute euch komplett davon eilen werden, wenn sie sich das Ding kaufen. Es ist einfach so, dass die einen kleinen Vorteil haben, aber das ist jetzt nichts, kein Game Changer, das ist nichts übermäßig krasses. Also das bleibt dann wirklich jedem selber überlassen. Ihr habt einen klitzekleinen Nachteil, wenn ihr es nicht kauft, oder wenn man es andersrum sieht, ihr habt einen kleinen Vorteil, wenn ihr es euch kauft. Aber wie gesagt, es macht den Bock jetzt auch nicht fett. Was man hier halt sehen muss, ist im Vergleich zu anderen Spielmodi, die ihr zusätzlich spielt, dann sind die Belohnungen jetzt nicht übermäßig gut, auch von dem 7-Tage-Event. 1000 Splitter in der Woche. Es summiert sich schon und ihr bekommt natürlich mehr, aber wenn ihr einfach in einer Allianz spielt, die ein bisschen höher im Krieg ist oder so, dann bekommt ihr relativ viele von den 5-Sterne-Splittern relativ schnell. Und klar, bekommt ihr es zusätzlich, das muss man immer sehen, aber es ist nicht so, dass ihr keine 5-Sterne-Champions bekommt, wenn ihr euch das nicht kauft. Also ich kann nur nochmal wiederholen, wenn ihr euch das kaufen möchtet, wenn ihr sagt, das klingt für mich sinnvoll, dann würde ich es euch empfehlen. Es ist definitiv ein guter Deal. Wenn ihr sagt, 11 Euro im Monat sind für mich im Rahmen, dann kann ich es euch ans Herz legen. Im Vergleich zu anderen Angeboten, die wir im Spiel haben und anderen Sachen, die man im Spiel kaufen kann, ist das ein sehr akzeptabler Preis. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber wenn ihr so wie ich sagt, nö, das kaufe ich mir nicht, dann ja, dann verliert ihr jetzt nicht unbedingt alles dran. Das war jetzt kurz meine Gedanken, meine mal wieder ein bisschen wirren Gedanken zu dem ganzen Ding. Wie gesagt, ich kaufe es mir nicht. Ich wünsche euch aber viel Spaß, wenn ihr es euch kauft. Aus Sicht von Kabam war es eine sehr gute Entscheidung. Also aus rein finanzieller Sicht von der Firma war es eine sehr gute Entscheidung. Ich denke, die werden einen Arsch voll Geld da damit machen, weil sich das doch viele kaufen werden. Und der große Vorteil ist, man verliert nicht sonderlich viel, wenn man es nicht kauft. Und das ist das Wichtigste für mich in der Situation. Ich möchte nicht im Nachteil sein oder nicht zu arg im Nachteil sein und vor allem nicht so weit, dass es so weit ist, dass ich irgendwie meine Allianz zurückhalten würde, nur weil ich nicht bereit bin, das Geld zu investieren. Also, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Falls ihr euch das Siegel kauft, wünsche ich euch viel Spaß damit. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es kauft oder ob ihr es nicht kauft, ob ihr es für eine gute Investition haltet oder nicht. Mich interessieren da immer die Gedanken der Community, vor allem weil wir oder ich als Teil des Content Creator Programms ja in Kontakt mit Kabam stehe, was Feedback und so angeht. Das heißt, alles, was ihr an mir an Feedback hinterlasst, kann ich einfach an die Leute, also an die entsprechenden Leute weitertragen und die freuen sich auch, wenn sie Positives wie Negatives hören, solange ihr das Ganze in einer, also sinnvoll formuliert, ohne beleidigend zu werden, dann freue ich mich darüber, dann freuen die sich von Kabam darüber, dann haben wir da eine Diskussion. Das war's dann von meiner Seite. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Haut rein, Leute.